Wochenbotschaft des heiligen Josef, übermittelt im Marienzentrum von Figueira, Minas Gerais, Brasilien, an die Seherenschwester Lucia de Jesus. Je mehr die Zeiger der Uhr von der Zeit abkommen und die Stunden, die früher die Tage maßen, nicht mehr im gleichen Rhythmus verstreichen, desto näher kommen dieser Welt die Wahrheit und die Zeit Gottes. Die Stunden der Erde erweisen sich als Illusion. Die Jahreszeiten und die Tage sind nicht mehr dieselben wie früher. Denn die Erde ist nicht mehr am selben Punkt. Sie ist in einer ständigen Bewegung der Annäherung an die Dimensionen des Universums. Die Herzen der Menschen fürchten das Chaos und das Verderben, denn ihre Seelen können die Abgründe erahnen, die sich angesichts der sinnend entleeren Leben auftun. Und diejenigen, welche die Angst ihres Inneren fühlen und die Stimme ihrer Seelen hören können, suchen nach einem Weg, auf dem sie sich sicher gehen möchten. O Herzen der Welt, der Augenblick der ewigen Zeit ist gekommen, der Augenblick der Auflösung der Illusion, der Absolution der Sünden, der Wiederherstellung des Herzens Gottes, das so viele Male durch die Menschen verletzt wurde. Die letzten Türen zum Erwachen öffnen sich. Schickt euer Ja ins Universum und lasst zu, dass das Vorurteil, die Furcht und die Unfähigkeit, Gott zu suchen, einen neuen Zyklus in eurem Leben Platz macht. Fasst Mut durch das Beispiel derer, die Ja sagen, und lasst euch im Inneren zerbrechen, damit ihr durch die Hände Gottes neu aufgebaut werdet. Denen, die den Weg zu einem höheren Leben beschreiten, sage ich, erlaube euch nicht zu schwanken. Seid aufrichtig, standhaft euch selbst gegenüber und wahrhaftig. Seid sanft und einfach und gebt die Freude zu erkennen, die in euren Herzen geboren wird, wenn ihr jenseits der menschlichen Miseren Gott begegnet. Denn diese Freude und dieses Beispiel werden den Seelen Mut machen, die in dieser Zeit zwischen Licht und Chaos schwanken. Seid Werkzeuge der Hilfe für die menschliche Entscheidung. Und dies macht man auf keine andere Weise als durch Dienen und Lieben. Und indem man sich korrigieren, umwandeln, reinigen, erlösen und zu Gott erheben lässt. Legt euch, Kinder des neuen Menschen, in die Arme Gottes, in sein neues und letztes Boot und selbst in aufgewühlten Gewässern, die voll sind von der dieser spirituellen Schlacht eigenen Raserei. Haltet euch fest im Glauben. Lasst euch nicht ins Meer der Illusionen der Welt werfen. Schöpft aus meinen Worten die Kraft. Hört das Echo der Stimme Gottes in seinem Boden und schreitet voran. Rudert und hört nie was auf zu rudern. Hisst die weiße Segel des Triumph des Friedens und rettet diejenigen, die sich in diesem Gewässern der Illusion verloren haben. Empfangt meinen Segen dafür. Euer Vater und Freund, der immer mit euch rudern und euch in Stille helfen wird, die Segel dieses neuen und letzten Bootes der Rettung und der Erlösung des menschlichen Lebens hochhalten.
Der Geus ist der heilige Josef.